Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed The Run. Wir setzen The Run fort. Ich war zwar eigentlich gerade dabei auf Minecraft spielen, aber Kirschi war der Meinung, nö, jetzt muss erstmal der Server geändert werden und sein Computer. Und er sagte, ja, 30 Minuten bis Stunde. Das ist jetzt 2 Stunden her. Aber ich glaube, er hat sich verkalkuliert. Von daher fahren wir jetzt erstmal hier Avengler ruhig die Gegend. Macht Zeit gut. Wir machen mal Zeit gut. Wir müssen auch mal wieder eine etwas höhere Durchschnittsgeschwindigkeit hinkriegen, würde ich sagen. Wir sind nämlich relativ langsam unterwegs in letzter Zeit. Ich habe gelesen, 35 Meilen Speedlimit? Ja, da sind wir vielleicht Avengle drüber. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel 35 Meilen sind. 60 sind ungefähr 100. Also dürfte 35 so knapp 60 sein. Außer als knapp 60 ist aber echt langsam, ey. Okay, dann bremst halt nicht. Oh, geil, endlich wieder Offroad fahren, weil wir hier so einen Offroad-Karre haben. Was haben die Amis denn immer mit Offroad, Alter? Das Auto fährt echt scheiße Offroad. Man sieht echt gut aus. Weil ich sagen muss, dass mich Call of Duty, glaube ich, zu dem Zeitpunkt eher beeindruckt hat, so von der Grafik her, als das hier. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das hier ist 2011. Das war knapp. Ist das jetzt 2011? Ich weiß es nicht ganz genau. Okay, warum auch immer ich da nicht einmal kurz Offroad fahren darf. Und dafür erstmal resettet werde. Ich meine, wo soll ich zum... Okay, Fun Fact, das ist stabil. Gut. Ich finde es teilweise echt schlecht zu erkennen, was stabil ist, weil da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es stabil ist. Bin ich ehrlich? Ich meine... Okay. Habe ich irgendwie Bad Connection? Controller hat gerade überhaupt nicht reagiert. Weder auf Bremsen noch auf Lenken. Ich hatte ja eben schon das Problem, dass er nicht auf Bremsen reagiert hat. Ja, das schaffe ich auf keinen. Ja, komm, wir starten es einfach mal neu. Jo, und damit herzlich willkommen. Nein, ich fange den Part nicht neu an. Der ist mir zu dumm. Gott, verdammte Scheiße. Achso, wir sind jetzt übrigens in South Dakota 240. In Buffalo Gap. Wo auch immer, was auch immer, wie auch immer. Ist mir egal. Können wir bitte diese Scheiße jedes Mal weglassen? Danke. Wie langsam der Bastard schaltet, ey. Meine Fresse, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich aktuell den Stick eingesteckt habe. Ich glaube, ich habe den jetzt hinten am Rechner eingesteckt, in einen von den Ports. Und nicht mehr am Bildschirm. Vorher hatte ich den hinterm Bildschirm, aber da kann man den so schlecht resetten. Alter, lenk doch bitte. Hui. Komm doch halt um eine Kurve, ey. Ich muss echt sagen, diese Straßen eignen sich halt auch wirklich nicht, um Rennen zu fahren. Ich meine, fucking, wir fahren hier Offroad mit einem Oldtimer im Endeffekt. Wenn ich hier wieder auf den Weg kommen würde, wäre es auch sehr schön. Man wird übrigens auf den Dreckwegen, also auf dem Dreck im Dreck, extrem langsam. Also es ist nochmal richtig extrem, der Unterschied. Okay, ich hätte fest damit gerechnet, dass ich in den reinhämmer.
aber offensichtlich nicht. Was mir dann doch wieder sehr, sehr gut gefallen hat gerade. Dass ich nicht wieder volles Gas in den Rhein gehämmert bin. Da war nur knapp gute Zeit. Nice. Also, wenn man ziemlich genau auf die Sekunde bei 10 ankommt, ist eine gute Zeit. Wenn man so bei 8 ankommt, ist schon wieder eine The fuck? Warum spawnen da die Autos nach? Driftbonus, okay. Hier oben ist schon der nächste Checkpoint, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Junge, schalt halt. Wieder gute Zeit gekriegt, okay. Boah, Junge, ey, wer kommt auf die Idee, auf einer zweispurigen Straße? Wo soll ich denn hin? Fucking 500 zu fahren gefühlt. Und der Streifen zieht dann übrigens immer so ein bisschen rüber, weil halt, ja, schlechtere Traktion. Ja, wie wär's, wenn wir nicht parken? Aber verfickte Scheiße, wo sollte ich da auch hin, ey? Also das war gerade übel dumm. Ja, ich glaube, ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich jetzt nur ein bisschen aufnehme, weil ich gerade auf Kirschi warte. Scheint irgendwas ganz gehörig schiefgelaufen zu sein. Wenn das so lange dauert. Aber mei. Wir sollten diesen Part Level 11 werden, denke ich. Nächstes Rennen, denke ich sogar. Schauen wir mal, warum auch immer wir stehen und aus dem Auspuff Feuer kommt. Macht überhaupt keinen Sinn. Weiter. Ich muss sagen, so am Anfang hat mir The Run noch richtig, richtig Spaß gemacht. Inzwischen ist es eher so, ja, geht noch. Also, ich habe das in der Boxer aus Adelaide. Ich habe, glaube, das konnte man gerade gar nicht verstehen. Aber egal. Für The Run hat er seine letzten 250.000 ausgegeben. Für was hat er 250.000 ausgegeben? Besiege Calvin Garrett. Okay, er ist Platz 67. Ja, wir könnten unser Auto tauschen, aber warum sollten wir das? Wir haben das perfekte Auto für jedes Rennen. Was ist das für eine Kiste? Ein Ferrari? Könnte aktuell alles sein, gefühlt. Ach ja, stimmt, es gibt ja Windschatten, ne? Ich hätte vielleicht die Abkürzung fahren sollen. Aber mit 320 hier auf der normalen Straße ist auch ganz okay, glaube ich. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin den besseren Weg gefahren. Bin mir überhaupt nicht sicher, was das für eine Kiste war. Ja, Junge, warum regnest du denn hier auf den ganzen Straße? Auf der ganzen Straße. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Abkürzung. Alter, man muss bei The Run übrigens echt aufpassen, damit man nicht überall reinhämmert, weil man ja sofort komplett am Arsch ist. Er ist deutlich schneller unterwegs als wir gerade. Ja, ist halt wie in allen Need for Speed-Teilen, dass der Junge einfach 400 fährt, um hinterher zu ziehen. Jetzt auch, er hat sich gerade gedreht und er ist nur... Junge, ey. Das habe ich nicht kommen sehen. Nur noch eine Sekunde hinter mir, was übel dumm ist. Könnte auch ein AMG sein, wenn ich ehrlich bin. Könnte ungefähr alles sein. Sprungbonus, nice. Wir haben gerade sehr schön... Okay, habe ich nicht geschafft. Ja, gut. Neuer Versuch. Er ist ja übel behindert, ey. Also statt, dass ich da jetzt gerade einfach zurückgesetzt werde. Habe aber auch ehrlich gesagt nicht drauf. Ja, ist mir erzählt, ist okay. Calvin ist ein ehemaliger Boxer aus Atlantic City. Er liebt es, alles auf eine Karte zu setzen und hat in The Run seine letzten 250.000 in der Hoffnung aufgebracht, den Jackpot zu holen. Für ihn kommt nichts anderes als der Sieg in Frage. Ja, deshalb verliert er jetzt erstmal. Gut, ist ein Mercedes AMG GT, schätze ich mal. Gar keine Ahnung. Ist der Abstand zu groß, sind wir erledigt.
Der Abstand war eigentlich nicht groß, aber wir müssen scheinbar vor ihm sein. Es reicht nicht nur, wenn wir den Abstand nicht zu groß haben, sondern wir müssen Erster sein. Schlecht erklärt. Aber okay. Wie schnell fährt so ein AMG? Ist das ein AMG GT? Ich glaube, das ist kein AMG GT. Realistischerweise. Also mit Sicherheit nicht irgendwie 350 oder so, oder? Ja, wobei doch, könnte sein. Das sind schon Supersportwagen, ne? Achso, er fährt wieder den Weg, ja stimmt. Da hat's gerade übel gehangen, muss ich sagen. Allgemein habe ich gerade ein paar Lags. Ich glaube, das Gewitter findet mein Rechner gar nicht mal so lustig. Warum auch immer, also ich hätte jetzt nicht unbedingt so einen schlechten Rechner, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich habe mit Sicherheit nicht das Beste, was auf dem Markt ist, aber... Oh, scheiße, ich hätte nicht so früh lachen sollen. Alter, ich den weggeschöpfert. Ich habe ihn richtig schön in den Mate da reingedrückt eben. Erst nochmal in mich reingefahren. Also, man kann halt legit nichts machen, ne? Also, auch wenn du eine Sekunde vorher auf der Erde bist, so, wo sollst du hin? So straff ist die Lenkung leider nicht. Ich glaube, er ist da gerade übel reingehämmert. Hat er ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass er nochmal ein Auto kommt? Alter Schwede, das war ziemlich cool. Das war auf jeden Fall nochmal Ehre genommen. Das war fast unsere Ehre genommen. Ja, 6 Sekunden hinter uns, 10 Sekunden hinter uns, Alter. Das war entspannt. Fuck this shit, Alter. Ja, ein Platz gut gemacht. Wow. Geil. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn das wirklich so sich an einem Stück anfühlt auch. Dürften ein Level abkriegen, oder? Ah ne, wir kriegen nur die beiden, okay. Gut. Nächstes Rennen kriegen wir ein Level ab. Gab ja jetzt auch nur für eine Überholung Level. Glaube ich. Das war Etappe 6? Die war übel kurz. Die Prärie beendet. Plains Interstate Challenge Serie freigeschaltet und das Profilsymbol freigeschaltet, was ich nicht verstehe. Aber okay. Ja, Mensch, ich bin Erster gegen Freunde. Unerwartet, unerwartet. Aber egal. Wir starten die nächste Etappe. Boah, sieht aus wie die letzte. Mit ein bisschen City. Fahrt nach Chicago. Okay. Ja, Etappe 7. Auf dem Country Highway in La Crosse, Wisconsin. WI? Bruder, gar keine Ahnung. Und letzte Fahrt waren wir auch schon nicht mehr in Colorado, sondern... Nee, ach, keine Ahnung, Mann, wo wir vorher waren. MN? Ey, Bruder, ich hab überhaupt keine Ahnung. Okay, 5 Positionen gut machen. Das ist gar nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Also war auch nur Platz 62. Glaube ich. Das ist das gleiche Auto wie das, was wir haben. Ist das auch die NFS Edition? Bei den anderen gibt es irgendwie nur in matt-schwarz. Habe ich gesehen. Mein Auge juckt gerade, das ist übel anstrengend. Also nicht nur mein Augenlid, sondern wirklich mein Augapfel. Unangenehm.
Okay. Schön, wenn man die ganze Zeit nach rechts lenkt, bevor man schon in den Zaun sitzt und einfach nirgends hinkommt. Ja, den Reset beenden wir aber noch kurz. Ich sehe es nicht ein, innerhalb der ersten 5 Sekunden ein Reset zu kriegen. Der bringt dir halt nichts, außer dass du weniger EP kriegst und wir haben das Durchschnittsniveau wieder gehoben. Nice. Sehr, sehr schön. Also, prinzipiell scheißegal. Wie gesagt, ich glaube, dominierte Etappen heißt, dass man keinen Reset benutzt und immer erster ist. Also, man muss ja erster sein, um es zu schaffen. Von daher. Ja, komm. Ist exakt das gleiche Auto. Ganz komisch, dass dieses Spiel einem vorgaukelt, so viele Freiheiten zu haben, wo man lang fährt, aber man hat eigentlich gar keine Freiheit, wo man lang fährt. Also wirklich null. Sagen, ich finde die Vielfalt der Fahrzeuge ganz cool, wobei man eigentlich meistens die gleichen sieht. Auch wenn ich zugegeben glaube, dass wir schon hätten viel mehr Fahrzeuge haben können. Ah, fuck. Alter, was tue ich denn? Also ja, klar, ich hätte aber mal weiterfahren können, aber Junge, ich kann doch nicht so scheiße fahren. Ich weiß auch nicht, warum es jedes Mal wieder so lange dauert, das Rennen neu zu starten. Verfickte Scheiße, du generierst ein Schlauchlevel, das kann nicht so lange dauern. Ein Schlauchlevel mit nicht unglaublich viel Aussicht, sei dazu gesagt. Oh Gott. Also ich verstehe die Ladezeit gar nicht. Ich meine, klar, diese wunderschöne, tolle Cutscene muss geladen werden. Und dann halt, dass man durch ein paar Felder fährt. Ende. Meine Güte. Keine Ahnung, was die Zahlen übrigens neben Nitro oder neben dem Windschatten bedeuten sollen. Sauber überholt, ja, mei, ein bisschen durch den Dreck gefahren, könnte man auch sauber überholt nennen, wenn man will. Heilige Scheiße, okay. Das war keine gute Entscheidung, hier lang zu fahren. Ja, da fahrt ihr auf jeden Fall sehr klug, Jungs. Anstatt geradeaus zu fahren, fahrt ihr rechts. Oh, ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt gar nichts. Junge. Spiel, hör doch auf, mir zu erzählen, dass mein Auge eine Kamera ist. Ich kann keinen fucking Lensflare sehen. Ich habe nie verstanden, warum Spieler das tun, Junge. Guck mal, dieser wunderschöne Lensflare in deinem Auge. Nein, Spiel. Mein Auge kriegt keinen Lensflare. Mein Auge ist nämlich... Ich hätte gerade ausfahren sollen. Mein Auge ist nämlich keine fucking Kamera. Gott, das wäre eine Todesabkürzung gewesen, Alter. 3,3 Kilometer, das geht noch. Ich habe gerade fast, weil ich da drauf geguckt habe, nicht den Gegner den Gegenverkehr gesehen. Was fährt da? Ein Porsche? Nee, oder? Ein GT. Okay, den zweiten habe ich nicht erkannt. Der vordere war ein GT. Davor könnte ein Porsche und ein Aston Martin gewesen, da bin ich mich ganz sicher. Jetzt shiften die natürlich wieder super schnell hinterher. Wenn man hier zwar nicht übermäßig... Junge, ey. Junge! Okay, da ist schon mal das Ende. Alter, das war gerade auch übel zum Kotzen. Da! Da hätte ich fast nichts machen können. Gut, aber das war's dann auch für heute. Ich gucke jetzt mal nach, ob Kishi endlich den wieder da ist und den Server anmacht. Wir sind jetzt Platz 62, das heißt 12 noch bis Chicago. Nice, das Scheiße. Ja, gibt ein Level up. Zum Glück, ich hatte ja gesagt, dass wir das in diesem Partner schaffen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns... Ah, warte, Fahrerstufe 11 kriegen wir noch irgendwas für.
Ja, ein Profilhintergrund Carbon. Sieht total scheiße aus. Und Profilhintergrund, keine Ahnung, was das sein soll. Sieht auch total scheiße aus. Und den gleichen nochmal ein bisschen anders. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Ich hab versehentlich ausgetappt.